Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Ja, wir sind hier ein bisschen langsam unterwegs. Also geschwindigkeitskonform, aber nicht in dem Tempo, wie ich das gerne hätte. Weil der hier vor uns her schleicht. Aber wir müssen gleich abbiegen, okay. Sieht zumindest so aus, als müssten wir das. Wenn wir gleich abbiegen müssen, dann macht's Überholen keinen Sinn, außer der bleibt dann immer noch vor uns. Aber ja. Fährst du geradeaus? Das wäre super nett. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ja, und wenn du hier vor mir die zweite nimmst, wäre ich dir sehr, sehr verbunden. Oh. Nimm diese Ausfahrt. Hätte ich besser überholt. Ja, jetzt scheint es aber gleich auf eine Autobahn zu gehen. Mit ein bisschen Glück. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimmst du die erste? Ja, er nimmt die erste. Danke. Tschüss. Gute Fahrt. Und wir haben wieder freie Fahrt. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Sehr gut. So, wie viel? 1 Stunde 52. Achtung, 2 Stunden, also eine halbe Stunde. Geschwindigkeitsbegrenzung. Halbe Stunde haben wir plus. Am Kreisverkehr. Zweite Ausfahrt nehmen. Sollten wir nicht ganz so schnell sein, sonst liegen wir auf der Seite. Nimm diese Ausfahrt. Halbe Stunde haben wir plus. Das heißt, einparken müssen wir auf schnelle Variante, definitiv. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt. Und dann müssen nehmen. Wir gucken, dass wir zeitnah. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst links abbiegen. Zu. Biege nach links ab. Einem Rastplatz kommen. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht vorher rasten. Weil wir dann zu spät liefern. Die Zeit haben wir nicht. Weil wir haben noch eine Restzeit von 7 Stunden und ich schlafe ja schon allein 9 Stunden. Oder 8? 8? 9? Definitiv zu viel, als dass ich das jetzt noch machen könnte. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Deswegen müssen wir gucken, dass wir da hier ein bisschen schneller als erlaubt unterwegs sind. Das ist eine Radaranlage, ne? Ja. Da wären wir jetzt geblitzt worden. Geblitztingst. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das wollen wir natürlich auch nicht, ne? Wenn es sich vermeiden lässt. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Jetzt nicht mehr, jetzt habe ich zahlen müssen. Ich weiß, man kann jederzeit wieder zahlen, wenn man wieder erwischt wird. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Sagen, außerorts sind sie da deutlich toleranter. Wenn ich 90 fahre und sie mir entgegenkommen, sehen sie das in der Regel nicht. Andererseits, Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Innerorts waren wir jetzt noch unter 60. Achtung, und da haben sie es auf die Geschwindigkeitsbegrenzung geahndet.
Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Nö, ich hab's eilig. Also jetzt nicht hypereilig, aber ein bisschen eilig. Und tanken müssen wir auch mal irgendwann. Wobei der rote Bereich fängt sehr, sehr früh an, ne? Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wenn ihr euch das anschaut, wir haben noch 170 Liter drin, noch eine Restreichweite von 500. Wobei, je nachdem, wo man unterwegs ist, braucht man die Restreichweite. Weil dann gefühlt ein halbes Jahrhundert keine Tankstelle mehr kommt. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Da ist es dann durchaus nötig. Nimm diese Ausfahrt. Ja. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Nein. Man jetzt gezwungenermaßen, weil ich einfach noch nicht so schnell beschleunigen kann. Oh, Wassertemperatur Achtung, ist aber auch recht achten hoch. Achten Sie auf ne? die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wassertemperatur ist aber Am auch ordentlich hoch. Zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ja, machen wir. So, wie viel haben wir denn noch? 23 Minuten, sehr gut. Und da haben wir noch eine Stunde. Upsa, das war die falsche Taste. Das heißt, wir haben nur noch 40 Minuten Restzeit. Was schon mal gut ist. Sagt, absatteln werden wir die schnelle Variante nehmen oder vorwärts einparken vielleicht. Und dann gucken wir, dass wir einen Rastplatz finden. Hoffentlich sehr in der Nähe. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ja. Nimm diese Ausfahrt. Machen wir. Erster Aufenthalt in Ritzigner. Weiß nicht, was dieser Strich über dem E bedeutet. Immer und das dann anders ausspricht, oder? Oh, da ist eine Tankstelle. Ist da auch ein Rastplatz? Sieht im Momentan nicht so aus. Biege nach links ab. Das ist eine reine Tankstelle, ne? Das ist aber doof. Hier endet es. So. Wir machen, glaube ich, das da. Auf die 15 EP können wir verzichten. So. Fortfahren. So, jetzt muss ich erstmal auf der Weltkarte gucken. Aber jetzt muss man Rastplatz finden. Da ist einer. Da wollen wir hin. Da können wir dann noch gleich tanken. Passt. Fahrzeit 13 Minuten, das ist okay. Okay, wir fahren los. Neu berechnen. Lösen wir die Handbremse. So. Ja, ja, ich bin schon auf dem Weg, mein liebes Spiel. Wir sind auf dem Weg. Biege nach rechts ab. Wir sind auf dem Weg. Immer geradeaus. Ist nicht übermäßig zu schnell. Weil wir brauchen ja, wir haben die Zeit, wir haben die Zeit. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Macht also keinen Sinn, dass wir da jetzt unnötig hetzen. Weil wir haben jetzt noch 34 Minuten bei 13 Minuten Achtung, Fahrzeit. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung.
Entschuldigung, ich wollte nicht zu schnell fahren. Wir sind jetzt schon am Ziel, deswegen alles easy. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Ja, sehr schön. Dann tanken wir auch gerade noch. Dann haben wir das auch gleich erledigt. Ein Aufwasch und die Zeit haben wir auch noch, bevor wir hier groß Strafen riskieren. So. Dum dum dum. Didudeldum. So. Und gute Nacht. Ja, wir haben Tag. Sehr schön. So, ja, unser schöner Sattelzug. Mir gefällt der gut. Das war ja vorher der Containeraufbau. Den habe ich ja umgerüstet. Und wir brauchen einen Auftrag. Aus von hier, genau. Was haben wir denn? Lipaya. Haben wir irgendwas Richtung Lipaya? Utena, da kämen wir höchstens durch. Was haben wir denn hier? Kunda? Ne, Nava ist das. Da könnten wir noch hin. Was haben wir denn hier noch? Eine Schaufel. Ganz runter nach Spanien. Da käme man durch Utena noch durch. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt, ne? Ich würde sagen, die nehmen wir. Machen wir mal wieder eine lange Tour. Einsteigen. Los. Los. Dann gucken wir, dass wir mal fahren. Biege nach links ab. Da wäre schon mal frei. Da ist auch frei. Da ist noch frei. Da ist auch noch frei. So. 19 Stunden ging das Angebot, ne? Da fahre ich vielleicht gerade noch bei der Werkstatt vorbei und repariere. Ich glaube, hier war eine, oder? Ne, hier war keine. Hier war keine. Glaube ich. Ne, da war nur die Tankstelle. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Die habe ich noch so gerade gesehen. Nimm diese Ausfahrt. Das hätte schief gehen können. Nicht gut, wenn man mit der Polizei kollidiert. Ganz und gar nicht gut. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Demnächst rechts abbiegen. Machen wir. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Und rechts abbiegen. Das war eine schöne Fahrt. Jupp. So. Das müsste da vor uns sein. Fertig zum Losfahren. Genau, richtig vermutet. Das ist genau der Anhänger vor uns. Das ist natürlich easy. Anhängen und geradeaus rausfahren. Einfacher geht nicht. Hm.
Lass uns loslegen. So. Bob. So. Damit hätten wir... Machen wir die Blinkies mal an. Da hinten eine, ne? Ja, hat eine. Weiß nicht, ob wir müssten oder auch nicht müssten. Wir machen sie mal an. Und auf geht's. So, auf nach Spanien. Wir haben eine Fahrt von... Biege nach links ab. 55 Stunden vor uns. Ja, der zieht ordentlich weit rein in die Kurve. Frei. 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 Der zieht schon ordentlich weit rein in die Kurve. Gut, wissen wir das auch. Dann wissen wir das auch. So, ich bin mal gespannt. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Ob wir A an gesperrten Straßen vorbeikommen und B, ob wir die finden oder sehen. Oder ob ich die sehe. Ihr seht sie wahrscheinlich, ich nicht. Wie ich mich kenne. Aber ja. So, wie viele Kilometer haben wir? 3919, also wir müssen definitiv tanken unterwegs. Upsala, das war die falsche Taste. Ich wollte den Tempomat auf 84 einstellen und habe ihn einfach nur aktiviert. Oder reaktiviert und der stand ja auf 74. War gar nicht mein Ziel. Verkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Ja. Zweite? Ach so, ja, das hier ist die erste. Nimm diese Ausfahrt. Macht Sinn, hab nichts gesagt. Hab gar nichts gesagt. Und weiter geht's. Einfach weiter geht's. Nächster Kreisverkehr. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. So. Riga. Gerald von Riga. Witcher 3. Wer kennt's nicht, Achtung, ne? Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wer kennt das nicht? Immer noch ein sehr schönes Spiel, by the way. So, ja. Wie Euro Truck Simulator auch immer noch ein sehr schönes Spiel ist, weil es... Obwohl das ja auch schon ein ordentliches Alter jetzt auf dem Buckel hat. 9 Jahre. Wird bald... Nächstes Jahr wird es dann 10. Bin mal gespannt, ob SCS Software was zum 10-Jährigen macht. Oder ob die das einfach, ja, ist halt 10 Jahre alt, fertig. Keine Ahnung, ob da was geplant ist. Wir werden es sehen, ne? Ja, was ich auch mal gucken muss, was sein kann, wenn jetzt vom American Truck Simulator neue DLCs kommen. Erste Ausfahrt nehmen. Kann sein, dass ich mal eine Weile American Truck Simulator zwischendurch spiele, statt Euro Truck Simulator. Ich nehme mal an, da habt ihr kein großes Problem mit. Und weil beides parallel kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Das ist mir zu viel. Aber ja,
Wie gesagt, wenn da mal ein neues DLC jetzt wieder kommt vom American Truck Simulator, dann würde ich da auch mal wieder ein paar Folgen reinschauen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh, 50? Wo war da das Ortsschild? Ja, was ich auch sehe, ist, die Zeit ist um. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.